Einen schönen guten Morgen, werte Damen und Herren, hier vor Ort im heißen Bozen, unter schönen blauen Himmel, sowie eben auch bei Ihnen zu Hause vor den Bildschirmen, werte Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zur heutigen Pressekonferenz, in der es um das Ergebnis der Abstimmung der Volksbefragung zur Reschenbahn geht. Die Frage war, sind Sie für den Bau einer Eisenbahnverbindung von Landeck nach Mals über den Reschen für die sogenannte Reschenbahn? Die Abstimmung sah ein Ja oder ein Nein vor. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, haben wir in der letzten Zeit eben einen Infoabend eben auch in Graun abgehalten. Der Saal war wirklich bis auf die letzte Ecke voll mit interessierten Menschen, die gekommen sind, um sich zu informieren, was ist vorgesehen in Bezug auf das Projekt des Baues der Reschenbahn, welche Varianten für die Trassen gibt es. Besonders war natürlich auch Stand der Knotenpunkt bzw. der Verlauf der Trasse über die Malser Heide im Mittelpunkt. Da konnten wir auch eine weitere Variante eben vorstellen. Und dazu haben wir dann am Anschluss noch einige Tage in verschiedenen Orten. Wir waren in Nauders, wir waren in Graun, wir waren am Reschen, haben wir noch Informationsstände abgehalten und der Bevölkerung die Möglichkeit geboten, dass sie eben ihre Abstimmungszettel abgeben können. Zum einen wurde der Bevölkerung ein Brief zugeschickt per Post, der eben hier mit diesem Abstimmungszettel eben beigelegt war, wo man sich eben einerseits online einloggen konnte und mit einem anonymen Code sozusagen abstimmen konnte, oder man konnte, wie gesagt, bei uns direkt an den Infoständen vorbeikommen, um dort die Stimmzettel einzuschmeißen. Zahlreiche Menschen haben teilgenommen. Wie viele genau es waren und wie das Ergebnis eben zustande oder wie das Ergebnis aussieht, das wird Ihnen jetzt mein Kollege Sven Knoll berichten. Danke dir, Miriam. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wie Ihnen meine Kollegin Miriam Aztamala schon erläutert hat, haben wir in den letzten Wochen in Zusammenarbeit mit der FPÖ Tirol eine grenzüberschreitende Volksbefragung am Reschen durchgeführt. Erstmals seit der Teilung Tirols konnten die Bürger am Reschen wieder gemeinsam an einer Abstimmung teilnehmen. Es ging um die Frage, ob sie für den Bau der Reschenbahn sind. Es hat ja in den letzten Jahren viele Diskussionen gegeben. Im Südtiroler Landtag hat es bereits einen einstimmigen Beschluss für die Reschenbahn gegeben. Aber noch nie wurde die Bevölkerung am Reschen gefragt, ob sie für dieses Projekt überhaupt ist. Und uns als Südtiroler Freiheit ist die Selbstbestimmung, die Mitbestimmung der Bürger, die direkte Demokratie ein ganz wichtiges Anliegen. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir den Bürgern am Reschen eine Stimme geben. Wir wollen einmal die Bevölkerung fragen, was sie überhaupt dazu sagt, und haben eben grenzüberschreitend den Bürgern in der Gemeinde Nauders und Graun, also in den Dörfern Nauders, Reschen, Graun, Langtaufers und St. Valentin auf der Heide, die Möglichkeit gegeben, an dieser Volksabstimmung zur Reschenbahn teilzunehmen. Man konnte entweder ganz traditionell mit dieser Wahlkarte teilnehmen oder man konnte auch online abstimmen. Und wir haben schon gemerkt, beim Informationsabend, aber auch bei den Infoständen, dass ganz eine große Begeisterung am Reschen für dieses Projekt da ist. Da ist wirklich eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl über die Unrechtsgrenze hinweg entstanden. Und das Wahlergebnis macht uns sehr, sehr stolz. Es haben insgesamt 1.007 Bürger an dieser Volksbefragung zur Reschenbahn teilgenommen. Und von diesen 1.007 Bürgern haben insgesamt 83% Ja zur Reschenbahn gesagt. Das ist ein eindeutiges Votum. Das ist auch ein ganz klarer Auftrag an die Politik, hier dieses Projekt der Reschenbahn jetzt weiter zu verfolgen, die nicht nur die Dörfer entlang des Reschens miteinander verbinden würde, die nicht nur eine Fortsetzung der Finchgaubahn in Richtung Malz wäre, womit dann auch die Bürger am Reschen entweder direkt an die Finchgaubahn angebunden wären, sondern auch an die Schweiz und eben an Landeck, sondern das ist auch eine Verbindung, die die Menschen miteinander verbindet. Das haben wir bei dieser Volksbefragung gemerkt. Und deswegen danken wir allen, die an dieser Volksbefragung teilgenommen haben. Die Wahlbeteiligung lag bei 34%. Das ist dafür, dass das ja keine offizielle Wahl ist, doch ein beachtliches Ergebnis. Vor allem, wenn man bedenkt, bei vergleichbaren Wahlen, wie beispielsweise letztes Jahr bei der Bundespräsidentenwahl, haben in Nauders ca. 43% teilgenommen. Wir übertreffen aber damit sogar
die Abstimmung, die offizielle Wahl des Landes, der Landesvolksbefragung im Jahr 2022, wo die Teilnahme am Rechen bei 22% lag. Also man sieht, das Interesse der Bürger an dieser Rechenbahn ist sehr groß. Und wir möchten jetzt mit diesem Ergebnis gestärkt natürlich in die konkrete Umsetzung gehen. Wir werden jetzt demnächst einmal ein Projekt vorstellen, wie man am Rechen eine Streckenführung planen könnte, ohne dass man übermäßig Grundstück in Anspruch nimmt. Denn in sehr vielen persönlichen Gesprächen mit Bürgern, die uns auch ganz offen gesagt haben, sie werden diesmal mit Nein stimmen, nicht weil sie gegen die Rechenbahn an sich wären, sondern weil sie die große Sorge haben, dass übermäßig Grundstücke am Rechen gebraucht werden für diese Bahn. Sie wissen, durch den Bau des Rechen-Stausees ist dieses Gebiet schon sehr stark belastet worden. Sehr viele Menschen sind einfach enteignet worden, fast schon vertrieben worden. Die haben ihr ganzes Hab und Gut verloren. Da ist eine ganz große Sensibilität für dieses Thema da. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir nehmen diese Sorgen ernst. Wir werden uns dafür einsetzen, dass mit Kulturgründen sehr sparsam umgegangen wird. Sie wissen, es gibt ja derzeit das Projekt, das in Umsetzung ist, dass die Straße in den See verlegt wird. Das heißt, das Ufer wird aufgeschüttet. Und das Gleiche wäre auch für einen Bahndamm für die Rechenbahn möglich. Das heißt, dass man nicht neue Kulturgründe dafür hernehmen muss, sondern dass man einfach aus dem See heraus wieder Grund gewinnt für einen Bahndamm für die Rechenbahn. Wir werden jetzt aber auch grenzüberschreitend die Gemeindevertreter von Graun und von Nauders an einen Tisch einladen, damit wir uns schon mal Gedanken machen, wo könnte eben diese Bahntrasse entlangführen, wo könnten Bahnhöfe installiert werden, wo könnten beispielsweise auch die Skigebiete entlang der Strecke mit angebunden werden. Das sind jetzt alles Dinge, wo wir jetzt in die Umsetzung gehen wollen, weil wir einfach sehen, das Interesse und die Begeisterung der Bevölkerung für die Rechenbahn ist da. 83%, das ist ein ganz klares Votum für den Bau der Rechenbahn. Und jetzt gilt es einfach, die Bürger und auch die Gemeindevertreter aktiv in die Planung der Streckenführung mit einzubinden. Und deswegen, lassen Sie mich sagen, sind wir stolz, dass es uns gelungen ist, hier die Bürger bei dieser Volksbefragung aktiv mit einzubinden, dass sich die Menschen für dieses Projekt begeistert haben, dass sie daran teilgenommen haben und dass sie damit zum Ausdruck gebracht haben, dass sie für den Bau einer Bahnverbindung über den Rechen sind. Vielen Dank. Wir haben hier auch eine köstliche Torte dazu, eben mit dem Diagramm mit den 83%. Wir werden das heute zum Festtage auch die Torte anschneiden und dementsprechend eben auch schauen hier, wie gesagt, weitere Schritte jetzt in die Wege zu leiten, denn dieses Projekt gilt es weiter voranzutreiben, dass es auf Schiene kommt. Sollten noch Fragen von Seiten der Journalisten sein, stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Ansonsten verabschieden wir uns jetzt von allen Zuhörern und Zusehern und wünschen noch einen schönen Tag.